Ein anderer Vers aus dem Koran, der auch darauf hinweist, dass der Tawhid der Rububiyya den Tawhid der Uluhiyya zur Konsequenz hat. Und deswegen fragt Allah Ta'ala sie an einer anderen Stelle: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Und wenn du sie fragst, wer hat die Himmel erschaffen und die Erde, wer hat den Mond und die Sonne dienstbar gemacht, dann werden sie sagen, gewiss Allah. طيب, was ist dann? Dann sagt Allah Ta'ala, فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. Warum lassen sie sich dann abwenden? Warum lassen sie sich abbringen? Abbringen von was? Abbringen von der alleinigen Anbetung Allah Ta'alas. طيب. Und an einer dritten Stelle sagt er: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Und wenn du sie fragst, wer sendet Wasser vom Himmel nieder und belebt damit die Erde nach ihrem Tod, dann werden sie sagen: gewiss Allah. Sprich, aller Preis gebührt Allah, Alhamdulillah, doch die meisten von ihnen begreifen nicht. Warum sagt Allah Ta'ala in diesem Kontext, dass ihm aller Preis und Lob gebührt? Yani alles Lob und Preis gebührt ihm, der ihnen keine Hujja gelassen hat in ihrem Schirk. Er hat ihnen kein Argument gelassen für die Rechtfertigung ihres Schirks. Und ein vierter Vers: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Wieder ähnlich. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, dann sagen sie gewiss Allah. Und der Koran drückt es so aus, dass wir daraus verstehen können, dass es sich hierbei um eine verbürgte, sichere Sache bei ihnen gehandelt hat. Denn sie sagten nicht, Allah Ta'ala sagt nicht, dass sie sagten Yaqulun, sondern Yaqulunna. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Hier in dem Ausdruck des Koran ist eine Bekräftigung. Das nennt man nun Tawkid, nun der Bekräftigung. Das sage ich nur, wenn ich etwas, wenn mein Gegenüber beispielsweise Zweifel hat in einer Sache, ja. Und ich bekräftige etwas, um diese Zweifel bei ihm aufzuheben. Beispielsweise sagt zu jemandem, heute habe ich so und so getroffen. Eine berühmte Person, eine berühmte, geachtete Person. Und es ist nicht gewöhnlich für jemanden wie mich, eine derartige Person zu treffen. Und dann hat er, ich weiß, er wird Zweifel haben in dem, was ich sage. Und deswegen bekräftige ich das. Also ich betone es. Ich betone es etwas anders, so dass es eine gewisse Sicherheit vermittelt. Und das ist auch hier der Fall. Allah Ta'ala sagt, la yaqulunna Allah. Und dann kommt wieder die Konsequenz. Die Konsequenz: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Und wenn du sie fragst, wer schuf die Himmel und die Erde, dann sagen sie Allah. طيب, die Konsequenz: sprich, seht ihr denn, was ihr neben ihm anbetet oder aufruft? Wenn Allah mir Schaden, das ist eine rhetorische Frage wieder. Wenn Allah mir Schaden zufügen will, können sie den Schaden entfernen? Oder wenn er mir Barmherzigkeit erweisen will, können sie seine Barmherzigkeit zurückhalten? Ihre Antwort ist nein.